Country und Trapper Festival in Waging am See in einem wunderbaren Hotel dort. Da werden wir ein bisschen mehr heute erzählen. Insbesondere aber eigentlich über eine Sportart, über eine Tanzsportart, die Line Dance heißt. Und Astrid Käswurm ist meine Gesprächspartnerin. Sie sitzt mir gegenüber und kommt vom TSC Bad Reichenhall, ist dort Präsidentin. Ich sage danke fürs Dasein. Dankeschön. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt ein Country- und Trapper-Festival im Hotel Eichenhof in Waging am See am 10. und am 11. Juli. Und da seid ihr, glaube ich, mit dabei mit Line Dance. Was ist denn Line Dance eigentlich? Line Dance ist eine Tanzsportart, die kommt aus dem Country-Western-Tanz, deswegen auch zum Country-Fest natürlich sehr passend. Ich bin Line Dance-Trainerin, ausgebildet in Österreich und gebe da Workshops für Line Dance-Begeisterte und Leute, die schon Line-Dancen können, also sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Und das ist halt total schön auf diesem Eichenhof. Ich war da letztes Jahr schon und es gibt eine ganz tolle Bühne und ganz viel Platz zum Tanzen. Und die Inhaber sind einfach auch sehr bemüht um die Tänzer und alle, die da so mitmachen. Ich werde da beginnen mit ganz einfachen Tänzen. Halt für die noch gar keine Erfahrung mit Line Dance haben, aber auch für die das schon jahrelang machen. Und das Ganze schließt dann abends ab mit Live-Musik. Ja. Ja, und wir haben einmal eine Sendung darüber gemacht, das ist, glaube ich, jetzt ungefähr eine Woche her, eben im Treffpunkt Waging, über diese Veranstaltung eben auch und über den Eichenhof als solches. Jetzt wollen wir heute natürlich ein bisschen mehr über das Thema Line Dance erfahren. Kommt eigentlich aus dem Wilden Westen oder doch nicht? Ja, nicht so ganz. Also, nicht so ganz, also wurde auch dorthin gebracht wahrscheinlich. Ja, richtig. Also eigentlich ist es wohl so, dass die Einwanderer aus allen europäischen Ländern haben so ein bisschen was ihrer Volkstänze eingebracht in die USA und daraus ist dann Country-Western-Tanz und Line-Dance entstanden. Also diese, ich sag jetzt mal mehr von dem Lagerfeuer tanzende Cowboys, woraus dann Line-Dance entstanden ist, ist wohl eher nicht der Fall. Denn in den 60er Jahren gab es schon dieses American Bandstand und da war doch eher auf Popmusik, wurde dann Line Dance gemacht. Aber die Country-Gemeinde hat das doch so ein bisschen für sich übernommen. Sie haben auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Wie heißt das? Das heißt Von Anchor Step bis Weave und ist ein Technikbuch im Line Dance. Oh, hört sich furchtbar kompliziert an, aber die sich auskennen, die werden wissen, was gemeint ist, oder? Ja, ich glaube schon. Zuschauen, auch mitmachen ist gefragt. Bad Reichenhall wird dann auch nochmal ein Thema, in dem wir da erzählen, eben, dass man wahrscheinlich auch Kurse macht. Kann dazu. Und ganz nebenbei, am Samstag war ja ein großes Stadtfest in Bad Reichenhall, da seid ihr dann auch aufgetreten bei ziemlich heißen Temperaturen. Ja, das ist richtig. Also die Chili Peppers, das ist die Line Dance Gruppe vom TSC Bad Reichenhall, die ich leite, sind dort aufgetreten, zweimal, immer nur 10 Minuten. Das war noch ganz gut zu verkraften um die Temperaturen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und das Publikum ist auch ordentlich mitgegangen. Es war also wirklich sehr schön. Und jetzt ein neuer Hit auf der Bayernwelle. Crow, bye bye. Sie steht auf, steigt aus und sagt: Bye bye, bye bye, meine Liebe des Lebens. Und ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Und was beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Brandneu auf der Bayernwelle. Crow, bye bye. Ja, 15.19 Uhr, zurück zu unserem Thema. Line Dance steht bei uns heute auf der Tagesordnung. Wir sprechen nicht nur Damen an, also man spricht ja auch immer so ein bisschen, während die Musik läuft, und da habe ich gehört, es gibt immer sowas wie einen Damenüberschuss eigentlich. Es gibt viel zu wenig Männer, auf gut Deutsch, die hier entsprechend auch als Tanzpartner zur Verfügung stehen. Dem kann man Abhilfe schaffen, oder? Wenn die Männer mal wirklich wollen, sollen sie sich auch mal bei euch melden. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Männer beim Line Dance haben. Zurzeit haben wir genau
genau 3 Männer im TSC Bad Reichenhall, die Line Dance tanzen. Alles andere sind Frauen. Also ich sage jetzt mal 90% Frauen und 10% Männer. Aber das Schöne am Line Dance ist ja auch, dass man es alleine tanzen kann, dass man keinen Tanzpartner dazu benötigt. Deswegen gibt es auch so viele Frauen, die einfach aus der Motivation raus, wir wollen uns auf Musik bewegen, halt eben zu uns begeben und das dann auch einfach ausleben können. Die können bei uns genauso Cha-Cha tanzen und Walzer, nur halt ohne Partner. Geübt wird übrigens in Salzburg, interessanterweise in Salzburg-Nord. Ja, das ist richtig. Das hat sich dadurch ergeben, dass der TSC Bad Reichenhall keine Räume gefunden hat in Reichenhall, denn wir brauchen Parkettboden, wir brauchen nach Möglichkeit eine Spiegelwand. Es war grundsätzlich gar nicht zu bekommen. Und ansonsten wäre es wahrscheinlich auch nicht bezahlbar gewesen. Deswegen sind wir jetzt quasi Untermieter in einem Salzburger Tanzsportverein, dem Dance and Lifestyle. Und das findet jetzt immer in Meyerwies statt. Kann man da auch mal hineinschnuppern? Also, dass man mal weiß eigentlich, ob das überhaupt für einen geeignet ist oder umgekehrt, dass man geeignet ist für diese Form von Sportart? Ja, sehr gerne. Also es kommen immer wieder Leute vorbei. Meistens bleiben sie dann auch gleich da. Voraussetzung ist, bitte ein paar Schuhe zum Wechseln mitbringen, wegen dem Parkettboden und ein Getränk, damit man gerade bei diesen Temperaturen jetzt auch seinen Durst recht schnell löschen kann. Und wir sind immer für neue Leute ganz aufgeschlossen. Es ist ja auch möglich dann nach oben hin, dass man zum Beispiel so ein Tanzsportabzeichen macht. Auch da bietet ihr die Möglichkeiten, sogar nicht nur als Line Dance, sondern als Kombination Line Dance, klassischer Standard und Latein. Und Latein. Also die drei werden dann auch abgenommen. Ja, das ist so. Also ich bin Prüferin für Line Dance, also konkret für Country-Western-Tanz. Ich dürfte jetzt auch Couple Dance abnehmen. Das ist der Paartanz im Country-Western-Tanz. Aber es kommt auch ein Standard-Latein-Prüfer fürs deutsche Tanzsportabzeichen aus München. Und so nehmen wir die Prüfung immer ab für alle drei Tanzsportarten. Und das ist immer eine sehr schöne Gemeinschaft, weil man sich gegenseitig so ein bisschen schnuppern kann und auch voneinander lernen kann. Das bieten wir 1 bis 2 Mal im Jahr an. Also fix ist auf jeden Fall immer Anfang des Jahres ein Termin im Februar oder im April bei uns im Dance and Lifestyle quasi, also beim TSC Bad Reichenhall, aber dann halt in Meyerwies. Frau Kiesmann, haben Sie eigentlich eine Internetadresse auch, was dieses Line-Dancen betrifft? Ja, konkret habe ich sogar 2, eine persönliche und eine vom Verein. Vom Verein ist das tscblaugold.badreichenhall.de und meine eigene ist cheesylinedance.de. Minuten. Astrid Käsewurm bei mir zu Gast heute über das Country- und Trapper-Festival vom 10. bis zum 11. Juli in Waging, genau gesagt am Hotel Eichenhof, haben wir schon ein bisschen was erzählt. Dort wird es eben auch eine Line-Dance-Gruppe, einen Line-Dance-Workshop sogar geben. Da hat man die Möglichkeit, einmal eben hineinzuschnuppern, zuzuschauen. Man kann dann auch selbst für sich diese Sportart entdecken. Wollen wir doch noch ein bisschen über das Buch sprechen. Also das Buch scheint mir dann doch eines für eher Fortgeschrittene oder Insider zu sein. Oder ist das auch etwas, das einfach Interessierte mit auf den Weg zum Thema Line-Dance nimmt? Also es ist ein Buch, was die Line-Dance-Technik beschreibt, grundsätzlich. Also wie setze ich welchen Schritt jetzt korrekt? Es gibt zum Beispiel einen Grapevine. Ich beschreibe dann genau, wie setze ich diesen Grapevine, mit welchen Fußpositionen, wie wird es gezählt und diese Dinge. Oder ganz wichtig für einen Line-Dancer, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Musik? Wie kann ich jetzt, was für eine Choreografie passt jetzt da drauf? Also man kann durch das Buch erlernen, wie man selber rausfindet, was jetzt darauf passt, welche Choreografie. Es ist als Unterstützungswerk einfach zu sehen. Also ich lerne daraus jetzt nicht das Tanzen, aber ich kann über mein Tanzen hinaus halt das theoretisch nochmal aufarbeiten und dazu einfach lernen. Es ist so vergleichsweise, es gibt das auch beim Standard und beim Latein, da gibt es auch so Regelwerke und ich habe das halt für Line Dance
Dance geschrieben, weil es das bis jetzt noch gar nicht gab und ursprünglich halt für den deutschsprachigen Raum. Und es gibt das aber anscheinend nirgendwo, also übersetze ich es jetzt gerade auch auf Englisch. Wenn wir vielleicht auch uns die Musik dazu anschauen, die passende zum Thema Line Dance, was wären denn das eigentlich für Musiktitel? Muss man sich das so vorstellen, dass es eben Country und Western ist, der da ganz gut betanzt werden kann, oder stimmt diese laienhafte Annahme nicht? Also es gibt, denke ich mal, zwei Richtungen. Dementsprechend trainiere ich auch zwei Richtungen an Gruppen bei mir im TSC. Es gibt die Line-Dancer, die Country-Musik sehr lieben und deswegen zum Line-Dance kommen. Die lernen natürlich von mir ausgesprochene Country-Line-Dance auf Country-Music, was ich übrigens in Waging auch natürlich erkläre, weil bei einem Country-Fest ist es logisch, dass ich Country-Line-Dance auch erkläre. Das andere sind die modernen Musiken. Das sind Leute, die daherkommen, die einfach gerne tanzen wollen, denen aber die Musikrichtung egal ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Lied rauskommt wie Uptown Funk oder so, dann möchten sie da gerne einen Tanz drauf lernen und den erkläre ich ihnen dann. Wie lange braucht man da dafür, bis man seinen Tanz-Intus hat? Kann man auch schwer sagen, weil da gibt es natürlich welche, die haben wahrscheinlich schneller Intus und welche, die kriegen sie in einem Leben nicht hin. Ja gut, es hat natürlich was mit Begabung zu tun, aber es ist auch so, dass wenn ich eine Zeit lang Line Dance mache und schon mal weiß, was ist ein Grapevine zum Beispiel, dann lerne ich die Choreografien auch schneller. Also in Waging werde ich es so machen, dass ich zunächst zwei Tänze erkläre, die sehr einfach sind, dass auch Leute, die noch keine Erfahrung haben, die mitlernen können, und dann werden die Tänze immer schwieriger, sodass die, die jetzt schon seit Jahren tanzen, am Ende einen Tanz lernen können, der sie sehr beansprucht, den sie aber trotzdem in einer halben Stunde dann auch gelernt haben. Und die anderen ganz einfach schön langsam an das Thema herangeführt werden. Genau. Jetzt haben wir auch gesagt, es ist nicht so, dass es unbedingt ein Partner-Tanz ist. Das heißt, es ist eigentlich nicht ganz so wichtig, ob es jetzt gleich viele Männer und gleich viele Frauen sind, was ja auch durchaus Vorteile hat. Das ist eigentlich ganz unwichtig, was wir für ein Geschlecht haben, denn Line-Dance wird getanzt in Reihen nebeneinander und hintereinander. Also es wird überhaupt gar kein Partner benötigt. Ist es da auch so, dass Männer andere Tanzfiguren machen als Frauen? Also man spricht ja bei anderen Tänzen von dem, der führt oder so. Oder ist es so, dass man eigentlich da eine Gleichheit in den Geschlechtern hat, in den Figuren? Ja, das ist ganz gleich. Aber natürlich ist es so, dass ein Mann seine Hüfte, wenn wir jetzt eine Cha-Cha-Line-Dance-Choreografie lernen, bewegen Männer natürlich nicht so viel ihre Hüfte wie Frauen. Oder sie sind auch von den Armbewegungen etwas anders als bei den Frauen. Aber die Choreografie ist geschlechtsneutral. Nächste Gelegenheit, ein bisschen zu diesem Thema hineinzuschnuppern und vielleicht auch selbst den einen und den anderen Schritt zu probieren. Wann nochmal, wo genau? Also heute Abend und morgen Abend gibt es über den TSC Bad Reichenhall in Meyerwies Line Dance, heute Country Western und morgen modernes Line Dance und dann in Waging am See am kommenden Samstag dann die Line Dance Workshops am Nachmittag. Meyerwies bei Salzburg Nord, müssen wir ein bisschen näher noch präzisieren. Da findet jetzt, glaube ich, keiner so richtig hin, wo ihr da genau seid. Oder sollte man da vielleicht vorher Kontakt zum Beispiel über das Internet noch aufnehmen? Ja, das wäre ganz gut. Oder über mich telefonisch oder per E-Mail. Also wir haben eine Homepage, das ist die tscbadreichenhall.de, und der Veranstaltungsort, also unsere Räume, sind oberhalb von einer Tankstelle in Meyerwies, ziemlich nah am, vielleicht kennt das jemand, das Santa Fe, das ist so ein Lokal da in der Nähe, befindet sich zwischen Eugendorf und Salzburg Nord. Minuten bis zu den Weltnachrichten und wir schauen noch einmal zum Thema Line Dance. Für jeden, der mal möchte, heute Abend die Gelegenheit, morgen Abend die Gelegenheit, in Waging dann die Gelegenheit. Also eigentlich Gelegenheiten gibt es genug, man muss sie nur nutzen, ne? Ja, genau so ist es. Und dazu laden wir alle ein, Männer und Frauen, Frauen und Männer. Männer natürlich auch insbesondere vielleicht noch einmal einen Tick mehr, weil es eben so einen Frauenüberschuss gibt. Aber ich denke, das Schöne ist schon auch, dass man einzeln vorbeikommen kann und in der Gruppe dann eigentlich einen wunderbaren Sport ausführen kann, wenn man möchte. Ja, also wir fangen halt wirklich Einzelpersonen auf,
Denn jede Einzelperson, die zu uns in die Gruppe kommt, ist automatisch Bestandteil dieser Gruppe. Also von daher braucht sich auch niemand zu scheuen, einfach zu uns zu stoßen. Und einfach einmal das auszuprobieren, hineinzuschnuppern zum Beispiel, was sollte man mitbringen? Wir haben gesagt, also ein zweites Paar Schuhe, auch da eher welche, die sich leichter drehen lassen, glaube ich, Ledersohle oder so, ich weiß nicht, was nimmt man da am besten? Ja gut, Chromledersohlen wären natürlich ganz prima, es gibt auch Dan Sneakers, die haben so eine Hartgummisohle. Wichtig am Anfang, man braucht eigentlich keine Tanzschuhe zu Beginn, sondern einfach Schuhe, die nicht am Boden kleben bleiben, denn es ist ja auch so ein bisschen der Gesundheitsfaktor im Vordergrund. Wenn ich eine Gummisohle habe und muss mich drehen, dann tue ich meinen Knie nicht besonders gut. Voraussetzungen. Gibt es da welche, wo man sagt, also die sollte man dann doch unbedingt mitbringen? Also man sollte einigermaßen gesund sein. Es ist aber auch kein Problem, wenn man ein Handicap hat. Also ich habe auch Tänzer, die Probleme mit den Knien haben oder solche Dinge. Ich muss es nur wissen, damit ich entsprechend dann beim Unterrichten auch sagen kann, hier müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein oder lasst die Figur vielleicht aus oder ersetzt das Drehen durch einen anderen Schritt. Aber grundsätzlich kann jeder mitmachen. Alter? Ganz egal. Also ich kenne Tänzer, die fangen mit 6 Jahren an. Ich kenne Tänzer, die tanzen mit 85 Jahren immer noch. Solange ich einigermaßen fit bin, kann ich das machen. Und das Schöne ist, dass es eine internationale Community mittlerweile gibt, die sogar bis zu Tanzkreuzfahrtschiffen kommt und dort eigentlich wirklich dann gemeinsam unter dem Kreuz des Südens abtanzt. Ja, das ist also ganz witzig. Es treffen sich da quasi die Engländer, die Iren, die Amerikaner und sogar die Japaner und die Deutschen. Und alle sind zusammen auf diesem Kreuzfahrtschiff, lernen gemeinsam neue Tänze und tanzen gemeinsam alte Tänze. Denn ein Line Dance, den ich in Deutschland unterrichte, der wird genauso in Japan unterrichtet. Und von daher kommuniziert man quasi mit seinen Tänzen. Wer jetzt ins Internet hineinschauen möchte, diese Adresse geben wir nochmal bekannt und ich sage Ihnen danke, dass Sie da sind, Frau Kesswurm, und dass Sie uns so viel über das Thema erzählt haben. Ja, gerne. Dankeschön auch. Und die Internetadresse noch einmal. Das ist www.tscbadreichenhall.de. Brandneu. Auf der Bayernwelle. Kigo featuring Parson James. Stole the show.